Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem zweiten Part der FIFA-Demo und hier zur Begegnung Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Sphinx Mido und wir werden jetzt gleich reingehen. Natürlich findet die ganze Partie in Anfield statt. Jetzt haben wir hier das 4-3-3-System. Gucken wir mal später Abend. Herbst ist soweit in Ordnung. Eigentlich wollte ich die Taktik anders machen. Aber ist jetzt eigentlich egal. Hauptsache das Spiel, deswegen kommt es drauf an. Der Schiedsrichter der Partie ist Pim Plöckmakers aus den Niederlanden. Dann würde ich sagen, geh mal rein. Verlieren nicht so viel Zeit und schauen mal. Haben immer noch die gleiche Übung hier. Die jetzt hier Ezequiel Lavezzi macht. Oh, der war nicht schlecht. Oh, der war nix. Wie ich schon im ersten Part gesagt habe, so eine Art ZDF-Torwand schießen. Und den haben wir jetzt auch verwandelt. Zwar war das beim ersten Mal deutlich besser gewesen, wie wir hier an den Punkten sehen können. Aber wir hätten hier zumindest das Bronze-Level durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Freundschaftsspiel Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona in der Anfield Road in Liverpool. Hören wir hier die Stimmung, Spielkommentar Martin Tyler und Alan Smith. Aber heute übernehme ich diesen Part hier. Und wir sehen hier die Paris Saint-Germain Fans. Und die Mannschaft trudelt ein mit ihrem Kapitän Zlatan Ibrahimovic, den ich in Ultimate Team bislang noch nie selber irgendwie steuern durfte. Genauso wie Messi, Ribéry, Robben und so weiter. Aber das ist ja jetzt im FIFA 15 Ultimate Team ja gegeben, dass man sich auch verschiedene Leihspieler holen kann. Jetzt erstmal die Starting 11 hier von unserer Mannschaft. Wie wir es jetzt sehen. Wenn der Kommentator drin wäre, würde er die ganze Aufstellung vorsagen, wie gespielt wird. Finde ich auch nicht schlecht, dass man es am Anfang noch mal so durchlaufen lassen kann. Und jetzt die Aufstellung hier vom FC Barcelona mit Marc-André Ter Stegen im Tor. Spielen ebenfalls 4-3-3. Mit Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Xavi und wie sie alle heißen. Da kommt Ezequiel Lavezzi, redet nochmal kurz so ein bisschen mit Ibrahimovic. Hier sehen wir Andres Iniesta, einer der Stars der Katalanen. Marc-André Ter Stegen, der Neuzugang, gekommen von Borussia Mönchengladbach und hier der Schiedsrichter Pim Plöckmakers. Und Barcelona wird hier einen Anschluss geben mit wir geben einen Anschluss, okay, das sah jetzt gerade anders aus. Mir soll es recht sein. Mal schauen, ob das jetzt hier eine bessere Partie wird als die erste. Die erste hatten wir ja knapp im Elfmeterschießen verloren. Mit Borussia Dortmund gegen Chelsea. Aber jetzt wollte ich es mal hier mit zwei Top-Mannschaften versuchen. Wie sie eben PSG und Barcelona nun mal sind. Jetzt die erste Offensivbemühung und wenn es Probleme geben sollte, oh, erste Möglichkeit hier, die war schon richtig gefährlich. Wenn es wieder Probleme mit der Latenz geben sollte, ich nehme wie gesagt hier mit Fraps auf. Und dadurch kann es halt eben sein, dass wir den einen oder anderen Einbruch haben. Aber ich muss es hier eben mit Fraps machen, weil mein anderes Aufnahmeprogramm, die X-Tory, das leider nicht übernimmt und wir haben jetzt hier eine Abseitsposition bzw. ein Foul an... Nee, die Chance. Schön ans Gebälk, also es war doch ein Foul. So, kriegen wir den Ball? Also wenn ich jetzt schon hier im Halbprofi so abgebe, wie wird es dann im Karrieremodus? Da bin ich ja jetzt schon gespannt, wenn es so wird.
So, wir können hier schon dazwischen gehen. Barcelona hat den Ball wieder. So, verlieren ihn aber wieder. So, Zlatan Ibrahimovic. Oh Gott. Das war nichts, aber erste Chance hier nach 15 Minuten. Oh Mann, und wieder so ein Schüsschen. Mann. Da haben wir den Ball und was machen wir draus? So ein Müller zu. So, Ibra. Nachschuss drin. Ezequiel Lavezzi, 1 zu 0, 20. Spielminute. Klasse. So, hier klatschen sie sich alle ab, feiern sich. Und wir haben hier die 1:0-Führung. Messi regt sich hier natürlich auf. Jetzt sehen wir es hier nochmal. Ibrahimovic, Ter Stegen und wir im Nachschuss mit dem Tor. Hier sehen wir es nochmal in der zweiten Wiederholung. Beziehungsweise nochmal in der dritten. In der komplett Slow-Mo. Aber mir soll es recht sein. Ezequiel Lavezzi mit dem 1 zu 0. Ibra. Und Ter Stegen konnte da klären. Wir haben Einwurf. So, jetzt habe ich wirklich ein bisschen Latenzschwierigkeiten. Cavani 2-0. 23. So, jetzt sehen wir es hier nochmal. Was für eine Vorlage. Einfach nur schönes Tor. So, Cavani 24. 2-0. Was für eine Stimmung jetzt hier. Einfach nur der Wahnsinn. Und wir haben den Anschlusstreffer. 2 zu 1. Wer war es denn? Iniesta müsste es gewesen sein. Hier sehen wir es nochmal. Keine Chance für Sirigu. Und das Spiel ist ausgeglichen. Iniesta, der Finaltorschütze der WM 2010. In der WM 2014 haben sie ja wirklich enttäuscht, die Spanier. Schon nach der Vorrunde aus. Aber da war ja klar, dass irgendwann mal der Zug abgefahren ist. Und es haben die Deutschen genutzt. Sind ja Weltmeister geworden. Das hat man denen natürlich auch 2010 schon vorausgesagt, dass sie es schaffen können. Sind dann eben an den Spaniern gescheitert. Jetzt hatten wir hier eine Abseitsposition. Sonst wäre Ibra da durch gewesen. Komm, Mascherano, mach es. So. So, Piqué. Der ja mit Shakira zusammen ist, der Sängerin mit dem damaligen Lied. Früh hat sie ja angefangen mit Whenever, Wherever und mit verschiedenen anderen. Auch den Song 2010, wo sie Piqué kennengelernt hat, mit Waka Waka. So, Neymar. Neymar, wir kriegen den Ball abgeluchst, klasse.
So, Ibra ganz weit hier schon im Mittelfeld. Kommt vorbei. Oh Mann, das war jetzt schade. So, einen kurzen Freeze. Nächste Möglichkeit, Ibra Ter Stegen. Und es gibt die Ecke. Also das wäre ja was gewesen, wenn der gelandet wäre. Lavezzi bringt den Ball rein, der 1:0 Torschütze. Cavani, Kopfball. Neben dem Kasten. Das könnte auch David Luiz gewesen sein. Von der Statur her. Nee, es war sogar Maxwell. So schnell kann man sich täuschen. Oh Gott, was war denn das für ein Fehler von mir? Das müsste die Einladung zum Ausgleich sein. Aber ist es nicht. Messi wahrscheinlich mit dem Schuss daneben. Das war knapp. Das war knapp. Messi, der jetzt wieder mal das Cover tragen wird. So, und die erste Halbzeit ist vorbei hier in der Anfield Road. 2:1 die Führung hier gegen den FC Barcelona. Mit den Torschützen Lavezzi und Ibra müsste es gewesen sein. Auf der anderen Seite ist Andres Iniesta. Jetzt sehen wir nochmal so ein paar Beschwörungen, bevor das Spiel dann losging. So, hier sehen wir Barcelona mit der ersten Chance, der hätte schon passen können. Wir mit der Chance und hier dem Tor von Lavezzi. Und hier die Chance von Ibra. Aber Glanzparade hier von Marc-André Ter Stegen. So, hier sehen wir nochmal die Chance mit dem Tor von Cavani. War eine wirklich schön herausgespielte Situation. Und hier kommt der Anschluss. So. Schön nochmal hier angeguckt. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich hier in die zweite Hälfte. Mal schauen, ob sie genauso wird wie Halbzeit 1. So, wir können da klären, es gibt die Ecke für Barca. Ter Stegen hier ist immer 22 Jahre alt, schon 7 Paraden. Darunter die, die hier gerade gezeigt wurde. So, wir können hier klären. Kleiner Freeze. So. Schon wieder ein Freeze. Ich weiß nicht, an was es liegt, ganz ehrlich. Ob das vom Spiel her selber kommt. Weil ich hatte hier keinen Latenzeinbruch. Beziehungsweise FPS-Einbrüche. Die sind immer noch konstant bei einer 30. Sind also deutlich besser als am Anfang. Und jetzt eine Abseitsposition hier. So,
So, der ging ins Aus, Einwurf. Und der erste Wechsel. Alexandre Song für Busquets. So, und das wäre hier fast eine gute Möglichkeit gewesen von Edinson Cavani. Einfach mal abgezogen. Allerdings gute Parade hier von Marc-André Ter Stegen. Lavezzi bringt den Ball herein auf den Kopf, aber das war nichts. Jetzt legt sich Messi hier den Ball vor. Kriegen wir den Ball hier noch vom Fuß? Nein. Jetzt auch nicht. Der Ball ging hier an die Latte. Ibra. Ibra Kadabra, Ibra. Fehlt eigentlich, dass er es ganz alleine macht. Oh Mann. Oh Gott. In die Füße von so, den konnte man wieder nicht holen, aber jetzt auch nicht. Also irgendwas muss hier an sein. Ich weiß auch nicht, was es ist, Mann. Tut mir natürlich leid. So, lassen jetzt Barca mal den Vortritt. Oh Mann, ich hätte ein bisschen weiter gehen sollen. Das wäre, glaube ich, die bessere Idee gewesen. Das wäre nämlich dann die endgültige Entscheidung gewesen. So hat Barcelona noch alle Möglichkeiten, hier das Ganze in einen Unentschieden zu wandeln. Jetzt hat man hier die Chance von Lavezzi, aber gegenüber den Kasten. Regt sich natürlich auf hier. Und jetzt kommt Gerard Deulofeu. Und wir wechseln jetzt auch. Bringen fürs ZM hier Ferrati. Dann bringen wir auf rechts Lukas und auf links Javier Pastore, den sie ja damals, glaube ich, von US Palermo geholt haben für 40 Millionen. Gerard Deulofeu in der Realität ja an FC Sevilla verliehen. An den Europa League-Sieger. Oh, Sirigu jetzt hier mit einer Parade. So, und wir können klären. So, Ibra. Und wieder nicht. So, und jetzt hier eine Chance, die ins Ausging. Und nochmal ein Wechsel für Barcelona. Ivan Rakitic, der Ex-Schalke und Ex-Sevilla-Akteur hier für die Legende. Und wir kriegen hier noch eine Ecke. Soll mir recht sein. So, 5 Minuten Nachspielzeit hier. Da unten werden sie nochmal angezeigt, die 5 Minuten
die obligatorischen 5 Minuten hier in der Demo. So, Sirigu hat den Ball. So, Abschlag nach vorne und es dürfte es eigentlich hier gewesen sein. Und genauso ist es, 2:1 der Erfolg hier für unsere Pariser gegen den FC Barcelona. Hier eine Demo im zweiten Part zu FIFA 15. Unsere Fans feiern hier den Erfolg unserer Franzosen hier durch die Tore von Ezequiel Lavezzi und Edinson Cavani. Und dann gucken wir uns hier nochmal die Statistiken an. Das hier mal 13:6 Schüsse für uns, 8 aufs Tor, 5 aufs Tor von Barcelona, die am Ende mehr Ballbesitz hatten. 17:2 Zweikämpfe. Und dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wie es weitergeht im FIFA 15 Demo, es kommt noch ein Part und Ultimate Team, und dann würde ich sagen, sehen wir uns da, euer Sphinx Mido. Servus.